Berlin, 9. November 1989. Günter Schabowski tritt zu einer Pressekonferenz der SED an, der erst zweiten ihrer Art. Noch weiß keiner im Raum, dass er in den folgenden Minuten die Welt von Millionen von DDR-Bürgern auf den Kopf stellen wird. Zunächst scheint die Pressekonferenz weitestgehend unspektakulär vorüberzugehen, bis das neue Reisegesetz des Ministerrats von einem italienischen Journalisten zur Sprache gebracht wird. Der Hintergrund dessen ist die Öffnung der Grenze zwischen Österreich und dem ehemals sozialistischen Ungarn. Zahlreiche Menschen wanderten unkontrolliert über diesen Umweg aus der DDR aus. Für das SED-Regime ein untragbarer Zustand, der durch ein neues Gesetz korrigiert werden sollte. Was nun folgt, ist ein Satz für die Ewigkeit. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Ungläubiges Staunen der anwesenden Journalisten. Schnell wird nachgefragt, ab wann diese Regelung denn in Kraft treten soll. Der den ganzen Abend bereits fahrig wirkende Schabowski antwortet zögerlich: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Wenige Stunden später stürmten wahre Menschenmassen über die Grenze gen Westen in Richtung Freiheit. Das Wachpersonal an der Berliner Mauer hingegen ist heillos überfordert, weiß nichts von der neuen Ausreiseregel. Denn Günter Schabowski hat auf seiner Pressekonferenz eine Sperrklausel übersehen. Das neue Gesetz soll nicht an jenem Abend in Kraft treten, sondern erst am frühen Morgen des 10. November. Nach der Kundgebung ist es für eine Rücknahme freilich viel zu spät. In gewisser Weise war das lebensverändernde Ereignis des Mauerfalls also ein Zufall. Es ist einen solchen abzutun, würde allerdings die Strapazen und Bemühungen jener Bürger missachten, die bereits zuvor lange für ihre Freiheit gekämpft hatten. Denn bereits im Vorfeld des 9.11. gab es in der DDR große Bewegungen, die uns als die Montagsdemos bekannt sind. Die Geschichte des Mauerfalls lässt sich also nicht auf jene Nacht vom 9. auf den 10. November reduzieren. Genau einen Monat zuvor demonstrierten über 70.000 Menschen in Leipzig für mehr Freiheit und eine bessere DDR. Der Sozialismus an sich wurde dabei übrigens nicht in Frage gestellt. Zwei Tage zuvor wurde in Berlin anlässlich des 40-jährigen Bestehens der DDR protestiert. Die Demonstranten wurden gewaltvoll niedergeschlagen. Die noch größere Demo in Leipzig wurde von den Beteiligten folglich mit großer Sorge um die eigene Sicherheit begleitet. Dennoch entschieden sich die Bürger, für ihre Freiheitsrechte einzutreten und zogen "Wir sind das Volk!" skandierend am Rathaus und am Ministerium für Staatssicherheit vorbei. Das DDR-Regime schritt diesmal jedoch nicht ein und ließ die friedlichen Demonstranten gewähren. Bereits einen Monat vor dem Mauerfall wurde in Leipzig also ein entscheidender Schritt in Richtung Freiheit gemacht, den mutige Bürger gegangen waren, um für ein besseres Leben aller einzutreten. Eine historische Leistung, die unsere Aufmerksamkeit genauso verdient wie die unvergessene Nacht des Mauerfalls. Genauso wenig werden wir es euch vergessen, wenn ihr jetzt unseren Kanal abonniert und uns dabei helft, endlich die 1000 Abos voll zu machen. Darüber würden wir uns gewaltig freuen. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder. Ciao!